So. Of all this lovely treasure. Ja, nimm noch die Treasures mit. I've never seen this stuff before. Are these correct markings? This is like a museum. Up ahead. Maybe we can aim through those bars. Aha, well spotted. Give it a go. You could probably shoot your crossbow through there. Ja, wenn ich damit treffe, wäre das toll. Immer hier so einen tollen Explosivpfeil. Mit Verstärkung. Geil. Ich finde schön, dass sie hier ein blaues und ein rot leuchtendes Schwert hat. Das sieht optisch sehr schön aus eigentlich. Alter, willst du mich verarschen? Mist. Boah, heftig. Die sind wirklich heftig. Alter, wie viele sind denn da? Ich kann leider nichts sehen. Oh, okay. Ich glaube, der ist hinüber. Bisschen Kleinkram. Das sollten wir aber hinkriegen eigentlich. Eigentlich. Wo laufen die denn alle hin? Man könnte gerne weitermachen, dann kann ich sie gut umhauen. So. Okay. Gut, sonst liegt hier nichts weiter. Nur dieses komische Licht des Fremden. Keine Ahnung wofür. Wahrscheinlich wieder zum irgendwas aufwerten oder so. Ich habe keine Ahnung. Yay, wir haben es geschafft. Irgendwie. Und sie kann jetzt auch Konter. Wuppdi-du. Okay. Und die kann ich nochmal Gegner beschwören. Falls mir zu langweilig wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Dahin. Überrasch ihn einfach mal. Ich glaube, der ist noch nicht ganz tot. Doch, der ist tot. Also der hinter, der komische Zauberer. Hey, nochmal Level up. Yay, Gründli. Warte, danke. Gurakstaub. Was kann ich jetzt hier? Ach, da ist eine Tür. Hier. Dann speichern wir doch mal hier ab, bevor wir da weitergehen. Das wird bestimmt super. Hoffe ich. Ein großer Raum. Es ist ein Bosskampfraum. Oh nein, bitte nicht. Nicht das, was ich denke. Nee, es ist nicht so ein Monster, was wir am Anfang gespielt haben. Es ist dieses Ding, was wir vorher als Statue gesehen haben. Macht die Sache nicht besser. Eine Gigantin? Aha. Ja. Don't want to be swallowed by that thing. Ja. Let's take it down before we're lunch. Okay. Mal ganz kurz hier Jorik hochhelfen. Was? Eine Bombe in den Rachen? Hat das funktioniert?
Oh Gott, ich glaube nein. Oh Mann. Okay, aber das Ding würden wir vielleicht auch einfach so umhauen können. Und einfach draufhauen. Eissturm, zack, Inferno. Na, mach das mal ruhig auf ihn hier. Das geht schon. Oh Gott. Gut, das Ding macht halt ein bisschen Schaden. Bedeutet, dass er halt auf mich angelenkt ist jetzt hier durch den Fokus. Macht das nicht ganz so viel Schaden und ich kann mich ja immer noch gegenheilen. Wo ist Mirania, wenn man mal ihren healt? Weißt du? Wir haben da irgendwo einen Scharfschütze. Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Warte. Haben wir hier beides rein, bitte? Vielen Dank. Oh, der ist umzingelt, Kette! Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Und der Crit hat ihn getötet. Okay. Lief ja dann doch irgendwie relativ gut. Todesritter, ein mächtiger Sprungangriff verursacht den Statuseffekt Tod, wodurch ein Gegner nach einer bestimmten Zeit stirbt. Aha. Ich will mal Loot haben. Neues Tutorial. Spezialangriffe und Spezialmagie. Und sofort wird die Spezialleiste angezeigt. Ach so Scheiße. Spezialleiste fühlt sich, wenn du Feinde angreifst oder Schaden erleidest. Die steigt auch, wenn ein Mitstreiter zu Boden geht. Alles klar, Leute, dann geht's zu Boden. Spezialtechniken können im Kommandomodus gewählt werden, wenn die Spezialleiste voll ist. Spezialtechniken können im Kommandomodus erteilt werden. Aha. Okay, Spezialtechnik ist... Was? Beschleunigen? Jeder Mitstreiter kann seine eigene Spezialtechnik erlernen. Okay. Na, ja, bin ich immer gespannt. So, jetzt aber erstmal fett abluten hier. Loot. Auch schon wieder so eine verfluchte Waffe. Dann liegt noch ein bisschen Geld. Mein Geld. 1800. Nehme ich. Und uraltes Grimoire. Also das Ding, was wir eigentlich haben wollen. Toll. More stairs. I'm shedding pounds just looking at them. Yeah, right. They're just stairs, you wimps. Come on. 1, 2, 3. Just stairs, eh? You lost count? I didn't. 3,595, 3,596, 3,597. I ain't moving. I'll just live here. You always have the best ideas. And so Zael and the others eradicated the Reptids and their queen. After their long climb, they were welcomed into a new day by the warm rays of the sun. Na dann. Es war ihre Königin. Ich verstehe. Na, wenn die sonst keine Probleme haben, diese komischen Reptiden. So. Und wir erheben uns. Und gehen wieder nach draußen. Gehen zu Horus. Oh nö, wer weint denn da? Callista, I just want to see you. Please, I don't want to talk right now. Oh nein. Sie ahnt einfach schon das große Übel, das über uns alle hereinbrechen wird. Und sie
gar nicht ansehen, dass wir einfach nur benutzt werden von ihrem Onkel. War doch ihr Onkel, ne? Ich glaube. Ist ja auch nicht einfach alles. So, jetzt gehen wir aber nochmal nach draußen. Geh zum Haus, geben das Buch ab. Ja. Zwischendurch würde ich irgendwie nochmal gerne zum Identifizierer. Vielleicht gehen wir auch nochmal zum Farbmischer, können dort irgendwie nochmal ganz viele tolle Items eintauschen gegen ganz tolle Farben oder so. Ich habe keine Ahnung. Man kann mal gucken. Und vielleicht färben wir uns dann halt richtig nochmal irgendwie ein oder so. Ich weiß auch nicht. Haben wir eine Folge nur mit Einfärbungen oder so. Eigentlich müssten wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwie zur Arena und den besten Loot aller Zeiten abholen oder so. Ich weiß nicht. Möglichkeit besteht. Was ich aber gut finde, ist, dass das Spiel automatisch sich quasi die Gruppen raussucht, die du halt einfach mitnimmst. Das halt quasi vorgegeben ist, ne, mit wem du irgendwo rumtanzt und so, dass halt niemand so wirklich auf der Strecke bleibt. Dass alle so ein bisschen davon profitieren. So, und du untersuchst immer noch Marie, ne? Hm. Ich hab keine Ahnung, wer Marie ist. Und schon gar nicht, wo die sein könnte. Ach ja, und hier mit der Fahrersagerin vielleicht nochmal sprechen. Was willst du wissen? Wo finde ich mein Glück? Achso, Brunnen am Schlossplatz. Aha. Okay. Gut. Willkommen im Hausladen. Das ist mein uraltes Grimoire, das mir in den Brunnen gefallen war. Vielen Dank, kann ich es bitte haben? Nee. Bleib jetzt mal. Oho, ich verstehe. So kann man also Flüche von Waffen entfernen. Wollen wir es mal einmal versuchen? Ja, bitte. Fluch entfernen. Einmal von Schnitter. Okay, jetzt von der Reptilienflamme. So, und dann Waffenschmieden. Haben wir hier diese komische Reptilienflamme. Und hier haben wir den Schnitter. Was? Oh, ich habe nicht genug Geld. Oh. Okay, verkaufen. Ich glaube, so eine Blutklinge. Absorbiert Angriffe von hinten. Kann weg. So ein alter Gladiator kann weg. Goldschwert. Das goldgefertigtes wertvolles Schmuckschwert. Geringe Angriffskraft, nicht zum Kampf geeignet, kein Attribut. Einfach nur zum Verkaufen. Okay. Und ein ganz normales Schwert. Kann weg. Fragezeichenschwert, das muss ich noch identifizieren lassen. Aber wir haben gar nicht mehr so viel Gold, ne? Ob hier noch irgendwas vom Wert ist. Da wurde Licht des Fremden, das wollte ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Das brauchen wir bestimmt noch irgendwie. Gut. Waffenschmieden. Den Schnitter. Macht 375 Schaden immerhin. Das ist fast so viel wie der Paladin. Naja, fast so viel, ne? Okay. Ja, natürlich. Well, I suppose there's no helping it. He loves his archaeology so much, it would be cruel to try and stop him. I'm just glad he spends more time at home these days. But if he knows that I know, it'll only encourage him. So mum's the word. Okay. Gut, dann einmal ganz kurz hier Richtung Ausrüstung. Du kannst ja nicht mit den anderen Waffen anfangen, ne? Nee. Kann dir Magier durchgeben.
Auch wenn wir mit dir jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich spielen. Du hast den gefallenen Engel. Nimm du mal den Schnitter.